Wir hatten ja in der letzten Folge unten den Teil der Halle Mob freigemacht und dann fiel mir beim Rumfliegen auf, dass hier oben noch ein paar Mobs rumlaufen und wir diesen Teil der Halle ja auch noch ausleuchten müssen. Und damit herzlich willkommen zu Folge 99, liebe Freunde. Das mit dem Ausleuchten ist ja inzwischen etwas routinierter bei uns. Das machen wir jetzt nicht zum ersten und auch nicht zum zweiten, sondern zum dritten Mal. Zumindest auf dieser großen Fläche. Ich glaube nur hier unten, das werde ich nicht alles... Hier, wie Michael Jackson, weißt du, da... Thriller! So ähnlich. Fallen die jetzt da runter? Und sie haben... Ah, sie sterben alle nicht dabei. Ich hätte sie vielleicht über die Lava locken sollen. Jetzt ist nämlich unten der Teil der Halle wieder nicht mobfrei. Aber egal. Ich habe leider auch noch kein so starkes Schwert, dass die One-Hit wären. Oder Two-Hit. Ich glaube, die sind immer noch Three-Hit. Mein Schwert ist nicht so toll, tatsächlich. Da müsste ich mal wieder ein bisschen rumzaubern. Jetzt habe ich Level 31. Jetzt habe ich auch keine Pfeile mehr, oder? Dass mir tatsächlich die Pfeile ausgehen. Die stecken alle in mir drin, die Pfeile. Na gut, dann müssen wir mit dem Schwert weitermachen. Das ist das, wenn man kein Infinity auf dem Bogen hat, liebe Freunde. Dann muss man sehen, wo man Pfeile herbekommt. Und da ich in der Regel immer Infinity auf dem Bogen habe, ist das ganz neu für mich, dass mir die Pfeile ausgehen. So. Ah ja, jetzt hat es auch gereicht mit Fallschaden und so. Ah, die hätten, wahrscheinlich sind die, wenn die hier runterfallen und es überleben, sind die wahrscheinlich auch One-Hit. Glaube ich, dass ich mich so anstellen muss. Jetzt kommt noch ein Creepily. Creepily Jones. Ah! Da denke ich aber auch nicht dran. Da ist noch ein Andy Landy. Da sind noch ein paar unterwegs. Ich muss auch noch mal ein paar mehr Fackeln hier setzen. Die kommen auch hier aus diesen ganzen Löchern und Spalten noch raus, teilweise. Aber sie spawnen hier halt nicht mehr. Also ganz mobfrei kriege ich das jetzt hier auch auf die Schnelle nicht. Und wir haben ja letztes Mal schon so viel gefightet hier um unsere... Oh, jetzt reicht's aber. Noch mal gerade hier hoch. Ich höre auch schon wieder ein Skelett, das auf mich schießt. Und. Aber danke, lieber Creeper. Du hast mir viel Arbeit abgenommen. Erinnert euch jetzt, wie viele Stacks Fackeln wir hier verbraucht haben? Ach, da unten ist auch noch viel Mopperei. Ja, die Spinne hat Fallschaden, ist auch gut. So. Dachte immer, man kriegt das Ganze hier mobfrei. Zumindest so, dass ich arbeiten kann für den Anfang. Aber das ist tatsächlich eine etwas längerfristige Aufgabe. Dass die so lange dauert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt mal hier von so zwei, drei Endermen abgesehen, die immer mal auftauchen. Ist es unten? Oh, ich muss das hier alles noch looten, Freunde, wenn ihr mal nicht dabei seid. Oder ich warte auf den, wenn nur ein Mensch in die Kommentare schreibt, Taris, quatsch mal eine ganze Folge nur und loote dabei die Halle. Mache ich das. Tue ja fast alles, was sie mir sagt. Oder tue fast alles, um die Sache für euch so spannend wie möglich zu gestalten. Nur, warum ich jetzt hier so viel Spawning wieder habe, das überrascht mich dann doch. Aufgrund der guten Ausleuchtung kann das ja eigentlich nicht der Fall sein. Und das wird spannend mit der 1.18, die ja in wenigen Tagen rauskommt, liebe Freunde. Wenn das Mob Lichtlevel bei 0 liegt, dann haben wir diese Probleme hier unten und in unserer Halle da oben tatsächlich nicht mehr. Und das wird ein großer Moment. Ich denke, wir belassen das jetzt dabei und die 3-4 Mobs, die hier rumhängen, warten wir mit der 1.18 ab. Wir kümmern uns jetzt um diese Halle hier oben. Diese Halle ist ja die erste Halle, wenn wir... Spannend, ist mir das schon mal aufgefallen hier? Nein. Ich frage mich auch, warum... das ist mir aufgefallen, da habe ich Kohle rausgezogen. Natürlich, das habe ich sogar selber verursacht. Da waren Kohlevorkommen auf dem Boden, genau. Also, diese Halle ist mit Arnold dem Axolotl, der ist immer noch da ist, hier, und dem Glowing Squid. Wir lassen Arnold da mal ein bisschen rumschwimmen, das gefällt uns. Genau, also, hier ist ja die erste Halle. Die Leute kommen von hier oben runtergedüst, dumm, in diese Halle. Und das ist die große Säulenhalle aus Moria. Und die werden wir uns jetzt mal ein bisschen zurecht markieren, zu gucken, wo die Säulen hinkommen. Da wir ja diese Halle 101 mal 101 Blöcke groß gemacht haben, sollte es kein Problem sein,
da eine gescheite Markierung hinzukriegen. Oh Gott, ihr seht schon, hier in dieser Kiste ist auch so viel Zeug inzwischen wieder, dass es sich lohnt, hier eine zweite Basis aufzubauen. Auch die ganzen Bögen. Die müsste ich mal alle in der Lava entsorgen demnächst. Da gibt es auch eine größere Entsorgungsaktion demnächst mit Lava und allem. Zip und Zap, hier die ersten Schienen. Das sind allerdings Sensorschienen, für die habe ich jetzt noch nicht zwingend die Verwendung in diesem Coaster. Die Pfeile behalten wir, weil wir kein Infinity haben. Genau. Okay, und dann markieren wir die Säulen mit Cobblestone. Ich bin mir nicht sicher, weil ich diese blöde Cobblestone-Textur habe, ob wir die Säulen tatsächlich auch letztendlich aus Cobblestone bauen. Aber zum Markieren des Ganzen reicht es ja. Und wenn wir das markiert haben, dann ist auch diese Folge rum und dann kann ich mir zur nächsten Folge überlegen, aus was wir die Säulen dann letztendlich bauen. Ich kann mir auch vorstellen, wahrscheinlich wird das darauf hinauslaufen, dass es ein Gemisch wird aus Cobble, Andesite, vielleicht Gravel, vielleicht auch Bricks oder Mossy-Zeug. Mal gucken. Da sind wir ja frei in unserem Handeln. Gut, jetzt muss ich leider diesen Wasserfall von unserem guten Arnold heißt er ja, schließen. Aber ich werde ihn nicht zerstören, ich werde ihn nur schließen. Vielleicht brauchen wir den später noch für irgendetwas. Ich glaube allerdings auch, dass unser guter Freund Arnold dadurch leider das Zeitliche segnen wird. Der Squid wird das von alleine schaffen. Das können wir da oben noch dicht machen. Ah, das bringt uns noch ein bisschen Licht. Das machen wir später, wenn wir die Wände bearbeiten, dicht da oben. Jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt 101 mal 101 Blöcke. Wenn wir jetzt von dieser Ecke hier mal ausgehen und vermutlich lassen wir mal 10 Blöcke zur Wand frei. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jetzt muss ich auch richtig zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das habe ich ganz toll hingekriegt. Dann kommt er dahin, der Kobbel. Und wir jetzt hier so eine Säule machen von 5x5. Vielleicht in der Grundfläche 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Ob das zu groß ist oder ob das meinen Geschmack trifft. Ich glaube, das ist mir sogar etwas zu klein. Ich mach die mal 7 breit. Vielleicht gefällt mir das mit 7 besser. 1, 2, 3, 4, 5. Ganz genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Ich glaube, das ist es. Ja, dann haben wir nämlich die Chance. Ist jetzt nur ein Muster, liebe Freunde. Ne? Wie gesagt, das wird alles aus anderen Steinen gebaut. Nächste Folge werden wir uns dann nur mit diesen Säulenhallen auseinandersetzen, aber um euch zu zeigen, wie ich das meine, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir nämlich ein 5x5 und die nach oben gehende Säule hat dann 3x3. Ich finde, dass es ja auch sehr pompös wirken soll, dass es das dann genau so trifft. Ja, sehr schön. Es ist ja auch alles sehr viel größer, als unsere Helden es dann vorfinden. Jetzt kommt was ganz Wichtiges hier. Das ist ganz Wichtiges, Freunde. Hier unten muss eine Fackel rein, damit uns da keine Mobs spawnen. Oder wir füllen die Mitte mit aus. Vielleicht machen wir da so einen Kern aus Kobbel rein, einfach damit es ausgefüllt ist am Ende. Ist jetzt auch nur eine Mustersäule. Wie wir das jetzt im Endeffekt umsetzen, werde ich mir bis zur Folge 100 überlegt haben. Und ich freue mich, dass wir es immerhin geschafft haben, fast 100 Folgen zu machen. Vielleicht werden es ja 100 Folgen. Das werden wir in wenigen Tagen sehen. Beziehungsweise vielleicht sogar schon morgen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie vielleicht sogar schon morgen kommt, die 100. Vielleicht übermorgen, vielleicht in 2-3 Tagen. Abwarten. Irgendwann kommt sie bestimmt. Und es gibt auch ein Überraschungsfeuerwerk, liebe Freunde. Ich habe vielleicht auch Gäste auf meinem Server. Das klärt sich gerade noch. Wer denn da wohl kommen mag als mein Überraschungsgast? Na, seid überrascht, liebe Freunde. Lasst euch überraschen, wer da kommt.
möchte jetzt mal noch nicht zu viel verraten. Aber ich bin noch nicht sicher. Ich weiß noch nicht, ob überhaupt ein Gast kommen wird. Eingeladen sind Gäste. Und aufgrund meines geringen Servervolumens können natürlich nicht alle Gäste kommen. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Und der ein oder andere Gast lässt sich zur 100. Folge mal blicken. Die wird natürlich auch etwas länger dauern als die üblichen Folgen. Und Kinder, guckt euch das mal an hier. Mit dieser Säule, wie riesig die ist. Ich habe auch gleich noch eine andere Idee. Guckt euch das an. Jetzt habe ich schon zwei Stacks. Trotzdem, in diese Säule hier verbaut. Okay. Sind wir denn jetzt, ja, jetzt. Ah, jetzt sind wir schon da. Genau. Fast. Ich muss gerade mal gucken. 1, 2. Ja. Genau. Das heißt, hier ist der 5x5. Genau. 5x5. 5x5, der hier rumgeht. Okay. Ist jetzt auch eine Spontanaktion mit den Säulen, war so nicht geplant, deswegen auch nur Kobbel. Aber ich guck gleich mal, ich habe noch eine andere Idee. Na, aber das war jetzt nicht diese Idee. Ich glaube auch, dass wir die Decke etwas unebener machen noch. Die ist ja noch ein bisschen zu glatt in meiner Vorstellung, dass wir da ein bisschen das Ganze noch ein bisschen anrauen, schrabbeliger machen. So manchmal einen Block hin und wieder mal rausschlagen irgendwo aus der ganzen Geschichte, damit das Ganze ein wenig mehr an Tiefe und Struktur gewinnt. So, wenn wir jetzt hier unten stehen und gucken uns diese phänomenale Säule an, ist sie jetzt zu klein oder hat sie genau die richtige Größe? Ich glaube, sie hat genau die richtige Größe. Es gäbe allerdings dazu, ja, ihr müsst jetzt gucken, dass die ganze Halle damit voll steht, inklusive die Stelle, wo sich diese Spinne hier befindet, die mich nervt. Aber das ist wohl der Aufgabe von der Spinne. Nein, es ist die Aufgabe von der Spinne, mich zu nerven. Jetzt gucken wir doch mal, dass wir auf der anderen Seite auch noch gerade nur markiert kriegen. Wir hatten ja hier, der Punkt ist ja 10x10 von der Wand weg. Das kriegen wir hinten ganz bestimmt auch nochmal hin. Das 10x10 von der Wand weg. Das ist die Wand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also dann der 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der 11. Und jetzt müsste ja in dieser Linie, genau, die andere Säule kommen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4... 5, 6, 7. Wenn wir das mit Treppen, könnten wir das auch noch ein bisschen... Nee, ich glaube, die Treppen wären hier tatsächlich ein bisschen too much. Wie viel Abstand lassen wir denn jetzt zwischen den Säulen in diese Richtung? Mal gucken, was da noch zwischenkommt. 1, 2, 3, 4, 5. Welche Zahl... Bei 66 geht durch 7. Die 63, das wäre 9. Oder die, was geht denn dann noch durch 7 nach der 63? Na, wer weiß es? Freiwillige vor. Die 56, lieber Creeper. Du hättest jetzt 56 mal explodieren müssen. Und ich glaube, die 56 nehmen wir. Das heißt, wir hätten... noch 8 Säulen dazwischen und jetzt habe ich die erste Zahl vergessen, das war 69, 67, ah, ich habe die Zahl vergessen. Ja, das war nicht viel, 65, genau, oder 66 sogar, also genau, 66 bis zur 54 sind 12, das bedeutet, bei 8 Säulen hätten wir immer einen Abstand von 2 dazwischen, das ist mir zu wenig. Dann machen wir das doch anders. Wir machen jetzt hier 7 Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt kommt hier die nächste Säule hin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Immer mal wieder ausleuchten zwischendurch. Das dürfen wir hier auf gar keinen Fall vergessen. Dafür ist das hier alles viel zu gefährlich, was wir da machen. Okay, 7. Ist die gerade in der Flucht? Da habe ich hier schon einen Knick drin. Nee. Dann machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal eine Säule. 7 weg und nähern uns dann einfach. Und die Mitte wird dann einen etwas größeren Abstand haben. Das ist aber okay, weil wir da ja mit der Bahn vorbei wollen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Und hier ist die 7 mal wieder. Okay. Okidoki. Und jetzt müssten wir ja, wir nähern uns ja unserem Ziel. In die Richtung nach hinten werden wir das Ganze dann genauso machen, dass die Säulen sozusagen 3, 4, 5, 6, 7 gleichmäßig angeordnet sind. Das müssen wir jetzt nicht abzählen, weil der Raum ist ja quadratisch, also nach hinten genauso wie vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da war einer zu viel. Passiert. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6. Und die 7. Okay, warte, jetzt haben wir da 2. Genau. Von der Außensäule. Jetzt machen wir hier noch eine hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, hier kommt eine hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn ihr noch nicht bis 7 zählen konntet, liebe Freunde, nach dieser Folge könnt ihr es bestimmt. 1, 2, 3. Aber auch mit welcher Regelmäßigkeit ich immer diese Fackeln treffe. 3, 4, 5, 6, 7. Und hier auch, und hier auch, und hier auch. Und ja, ausgeleuchtet. Und jetzt ist hier nicht die Mitte. Nee, das ist ja auch völlig egal, wo die... Ah, nee, hier wäre ja die Mitte. Nee, natürlich, hier ist die Mitte. Quatsch, das war ja ganz anders. Wie viel ist denn jetzt hier zwischen noch frei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das sind diese drei Unterschiede zwischen der 63 und der 69. Aber ich finde das gar nicht falsch. Wir müssen jetzt davon ausgehen, wir kommen ja jetzt nicht mehr da unten durch, sondern wir kommen ja jetzt hier oben rein. Und dann haben wir hier diese gigantische Säulenhalle. Und ich glaube sogar, wir machen hier an der Wand, ich deute das jetzt nur schon mal an, hatte ich hier eh für links und rechts die Wand vorgesehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, so. So. Wenn wir das dann hier so andeuten und dazu noch den schwarzen Concrete haben, wird das richtig gut. Na, jetzt fehlt natürlich einer, weil eigentlich müsste ich den... Ah nee, das geht ja, natürlich. Hier, die Dreier ist ja der Mittelpinöppel sozusagen, der Mittelteil der Säule. Ja, das geht. Dann können wir die so andeuten, nach oben ziehen und das können wir auch hier hinten an der Wand machen. Ja, geht doch. Damit hätten wir ja unsere gigantische Säulenhalle geplant und können in der nächsten Folge unsere gigantische Säulenhalle bauen, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Taris.